Willkommen zurück, mein Name ist Marius Ebert und wir sind fast durch unsere Reise, am Ende unserer Reise, durch den Rahmenplan geprüfter Betriebswirt IHK, die höchste praxisbezogene Ausbildung mit anerkanntem Abschluss vor der Industrie- und Handelskammer, die man machen kann in Deutschland. Es sind drei wesentliche Teile, die im Rahmenplan stehen, also den Inhalt darstellen, wirtschaftliches Handeln, Führung und Management und die praxisbezogene Projektarbeit, in der man sein Wissen umsetzt, verbunden mit einer Präsentation, wo man das Ganze dem Prüfungsausschuss darstellt und sozusagen um seine Genehmigung wirbt. Und wir haben unsere Reise angefangen, indem wir uns wirtschaftliches Handeln angeschaut haben, Marketing, Bilanzen und Steuern, Finanzen, rechtliche Rahmenbedingungen, internationale Wirtschaftsbeziehungen, sind dann gewechselt auf den zweiten Teil, Unternehmensführung, Projektmanagement war Gegenstand des letzten Videos und nun sind wir angelangt bei Personalmanagement, dem letzten Thema und auch hier schauen wir in den Rahmenplan und finden wieder das Wort Ethik, eine sehr schöne, sehr zukunftsgerichtete Geschichte, denn Ethik wird immer wichtiger im Wirtschaftsleben. Dann natürlich das Gebiet Personalmarketing. Personalmarketing ist ein vornehmeres Wort für Personalbeschaffung und das ist ein Thema, was die Unternehmen jetzt schon beschäftigt und in Zukunft noch immer mehr beschäftigen wird. Denken Sie an die Struktur unserer sogenannten Alterspyramide, die längst keine Alterspyramide mehr ist, sondern es sind zu wenig junge Menschen da. Das heißt, wir haben jetzt schon in manchen Bereichen Knappheit an Personal, das wird sich verstärken. Deswegen ist Personalmarketing ein wichtiges Thema. Personalfreisetzung steht auch im Rahmenplan. Personalfreisetzung, das muss nicht unbedingt Kündigung sein, das kann Kündigung sein, können aber auch andere Dinge sein. Und siehe da, internationales Personalmanagement. Ich kürze mal ab mit PM. Internationales Personalmanagement. Und das zeigt, dass man hier im Rahmenplan wirklich auch an die Zukunft denkt, denn es wird nicht mehr reichen, nur in Deutschland Personal zu suchen, sondern man wird hier international denken müssen, um den Bedarf zu decken. Also wie funktioniert internationale Rekrutierung? Wie macht man das überhaupt? Was sind die kulturellen Regeln? Denken Sie an internationale Wirtschaftsbeziehungen hier unten, interkulturelle Intelligenz. Damit sehen Sie, dass die Fächer durchaus ineinander übergehen, dass man sie gar nicht so trennen kann, wie das im Moment hier den Eindruck erweckt, dass sei das alles klar trennbar. Das ist es überhaupt nicht. Und deswegen ist mein Lehrkonzept auch ein Konzept aus einem Guss. Das bedeutet, ich habe den kompletten Lehrgang geschrieben, alle Fächer, Wiederholungszyklen eingebaut und so weiter. Und wenn Sie das interessiert, wenn Sie also dieser Abschluss interessiert und eine sehr, sehr gute, bewährte Methode interessiert, um diesen Abschluss zu machen, dann schauen Sie mal auf diese Seite, spaßlerndenk.de. Hier finden Sie den Wirtschaftsfachwirt in der ersten Stufe, Personalfachkaufmann in der ersten Stufe, den Betriebswirt und auch den technischen Betriebswirt. Und wenn wir mal hier schauen, dann sehen wir in 26 Tagen. Das geht deswegen, weil ich mich seit vielen, vielen Jahren beschäftige mit Methoden, um Lernen zu beschleunigen und zu verkürzen. Deutschlands Schnelllernspezialist. Mein Name ist Marius Ebert. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Schauen Sie mal auf spaßlerndenk.de. Vielen Dank.